Am Rheinufer startet die Leichtathletik mit dem Stabhochsprung der Frauen. Die junge Chiara Sistermann sorgt für Aufsehen, springt mit 4,31 Meter neue persönliche Bestleistung. Titelverteidigerin Anjuli Knesche ist gefordert. Sie muss kontern. 4,41 Meter liegen auf, ihr zweiter Versuch. Und sie kann kontern, wehrt den Angriff der 19 Jahre alten Sistermann ab. Knesche, 10 Jahre älter, wird wieder deutsche Meisterin. Entscheidungstag im Düsseldorfer Castello für die Karatekämpfer, und zwar ohne Gewichtsklassen. Überraschenderweise stehen bei den Männern nicht die Großen und Schweren im Finale, sondern Tim Steiner aus Ludwigsburg und der noch leichtere Muhammad Özdemir aus Wiesloch. Der schafft hier die erste Wertung und krönt sich damit als leichtester im Feld sensationell zum deutschen Meister aller Gewichtsklassen. Bei den Frauen gewinnt die Favoritin Johanna Knehr den Titel. Finale im Kanu-Polo im Duisburger Innenhafen. Die Havelbrüder Berlin gegen die Wanderfalken Essen in einer etwas anderen Variante als sonst. Das Spielfeld etwas kleiner, die Zeit für einen Angriff kürzer. Das Ziel, das Spiel schneller und damit attraktiver machen. 2x9 anstrengende Minuten. Die favorisierten Berliner in Blau gehen hier mit 2:1 in Führung und bauen diese nach und nach treffsicher aus. Der Lohn, ein klarer 5:2-Sieg im Finale und der erneute deutsche Meistertitel. Beim Turnen ist Elisabeth Seitz im Mehrkampf das Maß aller Dinge. An ihrem Paradegerät, dem Stufenbarren, zeigt sie ihr ganzes Können. An diesem Gerät ist sie im letzten Jahr in München Europameisterin geworden. In Düsseldorf wird die Stuttgarterin jetzt deutsche Meisterin zum 24. Mal. Die Wettbewerbe im Schwimmen haben etwas weiter weg in Berlin begonnen. Über 100 Meter Schmetterling setzt sich Angelina Köhler souverän durch. Sie ist in absoluter Topform vor der WM in Fukuoka, die Mitte Juli anfängt. Genauso wie Lukas Mertens. Er holt sich über 200 Meter Rücken seinen ersten nationalen Titel 2023. Morgen stehen die nächsten Entscheidungen an.